Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com. Und in dem heutigen Video möchte ich über die Idee sprechen, dass du dir die Erlaubnis geben kannst, durchschnittlich zu sein. Und ich steige einfach direkt ein, ohne weiteres, und erzähle dir von einer Kundin von mir, deren Namen ich natürlich nicht nennen werde. Und zwar hat sie heute ihren Freitagsfortschrittsbericht ausgefüllt. Also alle meine 1:1-Kunden erhalten das am Freitag. Und es gibt eine Frage drin mit der Überschrift Ausblick. Wo möchtest du hin in der kommenden Woche, in nächster Zeit? Und sie hat Folgendes geschrieben und das hat mir unglaublich gut gefallen. Nämlich ihr Ausblick war, mich mehr sein lassen. Und sein hat sie groß geschrieben. Mir die Erlaubnis geben, durchschnittlich zu sein. In diesem Leben ankommen. Atmen, I'm enough, atmen. Das berührt mich gerade sehr und mir kommen die Tränen, hat sie geschrieben. Mir kommen auch gleich die Tränen, wenn ich dran denke, weil dieser Gedanke so kraftvoll ist. Und sie hat mich wieder erinnert daran, dass auch ich durchschnittlich bin und dass du durchschnittlich bist. Und diese Idee geht bei mir sehr tief rein, aber es ist schwierig, in Worte zu fassen. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen in Amerika, wo man von klein auf in der Wiege gelegt bekommen hat, du kannst alles schaffen, was du willst in diesem Leben. The American Dream, du kannst aus dir was machen, du kannst was Besonderes werden, du bist special. Das ist überhaupt etwas, was uns auf den Weg gegeben wird. Und das hat was Schönes an und für sich, weil es ist ermutigend, man glaubt an einem, man verstrickt sich nicht in diesen Gedanken mit dieser Aussage, ich bin nicht gut genug. Und gleichzeitig hat sie eine Kehrseite. Weil wenn wir ständig dabei sind, etwas anzustreben, diese Besonderheit, gerade als Unternehmer oder als Unternehmerin in der heutigen Zeit, wo es um Sichtbarkeit geht und herausstechen aus der grauen Masse, diese Einzigartigkeit, die wir alle suchen, wo wir irgendwie besonders dastehen wollen. Naja, die Kehrseite ist, mit dem kommt einen enormen Druck, was nicht mit der Durchschnittlichkeit verbunden ist. Und als ich überhaupt über diese Gedanke sprechen wollte, habe ich gedacht, wie kriege ich vermittelt, was ich damit meine? Und ich habe an eine Situation gedacht in den USA, wo ich letztes Jahr war, zu einer Ausbildung mit meinem Mentor Michael Neal. Und wir waren in Los Angeles, genauer genommen in Venice Beach. Und in der Nähe gibt es vieles zu sehen natürlich. Und wir haben bei einer Ausbildungswoche, mein Mann und ich, sind wir früher gekommen und wir haben gesagt, okay, wir schauen uns die Umgebung an. Also was gibt es für Districts und Orte und Strandabschnitte? Und eine Sache, die mich sehr interessiert, sind Friedhöfe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe super gerne auf Friedhöfe. Einer der schönsten Friedhöfe ist der Zentralfriedhof in Wien. Mit Bäumen und dort kann man wunderschön spazieren. Aber ich liebe auch alte Friedhöfe, zum Beispiel in Boston, wo die Gründer ans Land gekommen sind, die Pilgrims quasi geborgen sind oder was sagt man, begraben sind, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und so habe ich den Wunsch geäußert, dass wir in Los Angeles zu einigen Friedhöfen gehen, wo die Stars begraben sind. Und wir waren zufällig in der Nähe von dem, ich glaube, es hieß West Village. Lass mich mal kurz gucken. Es gibt einen Namen dafür, nämlich Westwood Village Memorial Cemetery. Wir waren eher in der Nähe und wir haben gesagt, lass uns dorthin gehen. Da sind einige Stars begraben. Ich glaube, Marilyn Monroe ist dort, also beziehungsweise ich weiß, dass sie dort ist, weil darum geht es in der Geschichte. Ich glaube, Michael Jackson und einige andere. Hugh Hefner wurde neben Marilyn Monroe begraben, aber wir waren dort, bevor er gestorben ist. Und wir sind durch diese sehr, sehr kleinen, ruhigen, sehr unscheinbaren Friedhof gelaufen. Und ich habe nach Marilyn gesucht und ich wusste allerdings nicht, wo sie ist in diesem ganzen Geschichte und es war nirgendwo auch ausgeschildert.
Und wir sind in einen Gruft, so in einen Bereich gekommen, wo viele Leute übereinander mit Namensschildern quasi begraben worden sind. Also das sind so eher Zementwände, wo ich weiß nicht, ob das Asche oder ob der ganze Körper dort eingelassen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht man die verschiedenen Namen an der Wand. Und ich habe gesucht und gesucht und kein Marilyn gefunden. Und plötzlich auf dem Boden sehe ich ein Stück Papier und es wirbelt um sich einher und landet quasi schräg in eine Richtung, als würde es mich deuten, um die Ecke. Und ich bin um die Ecke gegangen und tatsächlich dort war Marilyn Monroe und dort neben war so eine kleine Blumenvase an der Wand angebracht und ein paar Blumen waren drin in Rot, Weiß und Blau, so amerikanische Farben. Und da war sie. Und ich hatte die Vorstellung, dass Marilyn und ihr Geist mir geholfen hat, mit diesem Stück Papier zu sagen, hey, ich bin um die Ecke, schau zu mir. Es war ganz witzig. Aber doch, als ich dort gestanden bin und dieses Plakat angesehen habe, dachte ich mir, oh, trotz diesen gesamten Ruhms, trotz der Legende der Marilyn Monroe, trotz der Tausende von Bildern, der Hunderten von Filmen und Dokumentarfilme über ihr Leben, trotzdem, dass wir sie als Schönheit huldigen, trotzdem, dass ihr Gesicht und ihre Kleider und ihre Posen in unser Gedächtnis eingebrannt sind, selbst bei jüngeren Menschen, die überhaupt noch nie einen Film von ihr gesehen haben, war sie dort, ihr Körper, ihre menschliche Überreste in dieser Wand. Und ein klitzekleines Namensschild zeichnete das aus. Und mir wurde so klar in diesem Moment, wow, du kannst noch so viel erreichen in deinem Leben, noch so viele Bücher schreiben, noch so viel, keine Ahnung, politischen Ruhm erlangen, noch so eine Legende sein. Wir alle sind auf diese Weise absolut durchschnittlich. Wir müssen alle sterben. Wir landen alle mit unseren menschlichen Überresten irgendwo auf diesem Planeten, vielleicht in einem Friedhof oder auf dem Kamin, wie sagt man das, the mantle of the fireplace. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Vielleicht, wo die Aschen hingelegt werden. Oder in zukünftigen Arten und Weisen ist es vielleicht landen wir als Baum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Eine Freundin und ich, wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten, dass man heutzutage sich quasi nach dem Sterben als der Anfang eines Baumes in einem Wald, ich glaube in Italien geht das, kann man sich begraben lassen und daraus irgendwie seine menschliche Überreste mit Baumsamen pflanzen lassen und darüber wächst was heraus. Egal wie wir ausgehen, wir gehen alle hier raus. Und wir sind absolut durchschnittlich und natürlich auch absolut besonders. Mein Mentor Michael Neal sagt immer dazu, we are the fucking unendless potential of the whole universe. Der spricht damit unsere spirituelle Seite an, die Idee, dass wir ein Teil Gottes sind und ein Ausdruck Gottes zugleich. Und auf der anderen Seite sehen wir diese menschliche Komponente, dieses absolut Durchschnittliche. Sitze mit der Idee kurz und überlege dir, was das für dich bedeutet, wenn du dir erlaubst, durchschnittlich zu sein, eine durchschnittliche Frau, ein durchschnittlicher Mann, ein durchschnittlicher Unternehmer. Wie viel Druck das rausnimmt aus der gesamten Sache und was dadurch möglich wäre für dich persönlich in deinem Leben, in deinem Business, wenn du dir erlaubst, durchschnittlich zu sein. Ich lasse dir mit diesem Gedanke für das Wochenende und kommentiere es nicht weiter, sondern hoffe, dass das Gefühl, das damit einhergeht, bei dir ankommt. Für mich ist es unglaublich beruhigend und es stellt die Sache wieder in ein ganz anderes Licht und es lässt mich ganz frei handeln, ob klein, ob mittel oder groß in meinem Leben, in meinem Geschäft.
diese Durchschnittlichkeit ist eine Sache, die ich sehr gerne anstrebe, auf eine gewisse Weise. Schönes Wochenende und bis bald wieder online. Tschüss.